Okay, so sind wir ready? Frage ich mal nach oben. Perfekt. Herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag auf der Bits und Bäume, der da lautet Walk the Talk: Wie nachhaltig ist die IT des Bundes? Und genau diese Frage stellt heute Anke Domscheit-Berg. Sie ist digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und versteht sich als Aktivistin und langer Arm der Zivilgesellschaft. Und ich würde sagen, es geht los. Lehnt euch zurück, sammelt Fragen, weil im Anschluss werden wir noch so ein paar FAQs machen. Genau. Test, Test. Ha, Test erfolgreich. Ja, schön, dass ihr hergefunden habt. Ich hoffe, die Blasmusik übertönt mich nicht. Nehmt es einfach als Hintergrundmusik. Ich will euch am Anfang, ihr habt ja schon einiges gehört, vielleicht noch ein bisschen mehr zu meinem Hintergrund sagen. Ich habe viele Jahre, knapp 15, in der IT-Industrie oder in IT-Beratungsunternehmen verbracht, da mit einem Schwerpunkt E-Government-Beratung. Habe auch mal ein kleines Breitbandunternehmen gegründet, bin aber 3 Monate nach der Gründung in die Politik gegangen. Es ist daran gestorben, das arme kleine Start-up, weil Nebentätigkeiten funktioniert nicht so gut. Ich habe auch ein ganz kleines Rechenzentrum im Keller. Das besteht nur aus 6 Serverschränken und im Wesentlichen kümmert sich mein Mann drum, aber es heizt unser ganzes Haus. Also die Abwärme wird genutzt über so eine Art dicker, großer Rüssel, der aus dem Keller über ein Loch im Fußboden so einen warmen Föhn ins Haus macht. Funktioniert tatsächlich, wir brauchen keine Heizung. Seit 2017 bin ich im Bundestag. Ich mache dort Obfrau im Digitalausschuss, bin aber auch noch stellvertretend in 2 anderen Ausschüssen, wo ich aber nur die digitalen Themen mache. Bildung, Technik, Folgen und Forschung ist der eine Ausschuss, der andere ist der Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit, wo tatsächlich auch immer wieder digitale Themen eine Rolle spielen. Ich bin noch in 2 weiteren Gremien, das ist einmal die Bundesnetzagentur, da mache ich aber nichts mit Gas und Strom oder Post, sondern ich kümmere mich da nur um Funklöcher und Glasfaserausbau. Und die IUK-Kommission, in der ich noch Mitglied bin, die befasst sich mit der IT des Bundestages selber. Ja, vielleicht eine kurze Einleitung. Was macht man denn so als Opposition und kann man da überhaupt was machen? Gysi hat mal so schön gesagt, irgendwer anders sagte, Opposition ist Mist, man könne nichts tun. Gysi hat gesagt, nee, nee, so ist es nicht. Man kann den Zeitgeist bestimmen. Und jetzt wisst ihr, warum ich hier stehe. Ich will ein bisschen Zeitgeist bestimmen. Das ist auch der Grund, warum ich die parlamentarischen Möglichkeiten als Opposition voll ausreize. Ich kann als Individuum jeden Monat 4 schriftliche Fragen stellen. Und da nochmal der Hinweis, das mit dem langen Arm der Zivilgesellschaft meine ich total ernst. Also wenn euch irgendeine coole Frage einfällt, die mit Digitalisierung zu tun hat und die man die Bundesregierung fragen kann, also den Rest der Welt kann ich dann nicht nerven, dann könnt ihr die einfach mir schreiben. Dann stelle ich die und die Antwort kriegt ihr dann mit, weil die steht auf meiner Webseite. Man kann auch Reden halten. Hier seht ihr ein Foto von einer Rede zum gleichen Thema wie heute, zu dieser kleinen Anfrage, die ich gestellt habe. Das ist die zweite Möglichkeit, die ein bisschen umfangreicher ist als die schriftlichen Fragen. Die sind immer nur sehr klein und sehr kurz. Und bei einer kleinen Anfrage kann man dann auch 30, 40 Fragen aus einem Komplex stellen. Da hat die Bundesregierung ein bisschen mehr Zeit zum Antworten. Und wenn man Glück hat, kommt dabei was rum. Ich will heute über eine solche kleine Anfrage reden. Die verwurstelt man idealerweise natürlich über eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit. Und das Ganze macht man ja nicht zum Selbstzweck, sondern man will im Prinzip der Regierung auf die Finger gucken, ob sie das tut, was sie sagt, was sie tut. Und das meinte ich mit dem Titel dieses Vortrages, Walk the Talk. Ja, der Bund ist ein ganz wichtiger IT-Einkäufer. Der ist natürlich auch ein wichtiger Regulierer. Das haben wir in anderen Vorträgen gehört. Recht auf Reparatur und solche Sachen. Da wird halt nach außen reguliert. Aber er ist eben auch ein großer Einkäufer. Also über 1 Milliarde Euro gibt der Bund jedes Jahr aus für irgendwas IT, von Dienstleistungen, Hardware, Software. Aber die Rechenzentren des Bundes und die übrige IT verbraten auch jedes Jahr 335 Gigawattstunden. Und damit ihr mal so einen Vergleich habt, das ist also schon eine relativ große Stadt, ja, mit 135.000 Zwei-Personen-Haushalten, die man ein ganzes Jahr lang mit Energie versorgen könnte. Es gibt Pi mal Daumen 184 Rechenzentren, Pi mal Daumen, ich erkläre, warum ich das so ausdrücke, zu einem etwas späteren Zeitpunkt.
Ich rede heute nur vom Bund. Ich will euch trotzdem diese eine Zahl mal zeigen, weil es gibt ja nicht nur den Bund. Einkäufer der öffentlichen Hand, das sind ja immerhin unser aller Steuergelder, finden natürlich auch auf landes- und kommunaler Ebene statt. Und da reden wir schon von jährlichen Produkten und Dienstleistungen, die im Wert von 260 Milliarden eingekauft werden. Das ist also schon ein bisschen Holz. Das ist ja natürlich nicht alles IT, aber heute steckt ja auch in ganz viel IT drin. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zur Sache. Ich habe natürlich erst mal überlegt, ja, walk the talk, was talken die denn? Also was will die Ampel? Was erklärt sie zum Beispiel im Koalitionsvertrag zum Thema Nachhaltigkeit? Auch ihre eigenen IT, aber auch andere IT. Da steht also zum einen drin, ab 2027 sollen alle neuen Rechenzentren klimaneutral sein. Wann das für Ältere zutreffen soll, ist manchmal auch gar nicht möglich, steht da nicht drin. Es steht drin, dass für IT-Beschaffungen des Bundes, allerdings steht da nicht drin, ab wann, bestimmte Zertifizierungen, die auch Nachhaltigkeitscharakter haben, berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel Blauer Engel soll Standard sein. Und es gibt Blaue Engel auch für Software- und Rechenzentren. Das Recht auf Reparatur steht drin. Das ist die Nach-Außen-Regulierung. Und eine Mindest-Update-Pflicht steht drin. Das fand ich so die wichtigsten Dinge, die zum Beispiel die Nutzungsdauer, die mögliche, die sichere Nutzungsdauer von Geräten signifikant verlängern kann. Dann haben wir noch die Digitalisierungsstrategie oder Digitalstrategie. Die kam später als der Koalitionsvertrag, enthält manche Dinge elaboriert und manche gar nicht mehr, die noch im Koalitionsvertrag drin standen. Vor allem haben die Kapitel aber immer einen gewissen Passus, der heißt, wir wollen uns 2025 nach Ablauf der Legislatur an dem und dem messen lassen. Das messen lassen darf man nicht so wörtlich nehmen, da stehen ganz oft Dinge, die heißen dann, soll besser werden, soll gestärkt sein. Ja, das ist, wie will ich denn das messen? Also nicht alles ist wirklich messbar. Zum Beispiel steht da drin, die Abwärme in Rechenzentren wird in Deutschland besser genutzt. Heißt es ein halbes mehr? Keine Ahnung, weiß man nicht, aber es steht zumindest drin. Es steht auch drin, Rechenzentren sollen mehr klimafreundliche Kältemittel benutzen. Es steht drin, da wird es etwas konkreter, dass es ein Energieeffizienzregister für Rechenzentren geben soll. Da weiß man aber schon nicht mehr so ganz genau, wie das gemeint ist, weil es steht da eigentlich nur sinngemäß was drin, dass es dazu führen soll, dass der Wettbewerb angeregt wird. Und es klingt total nach freiwillig, es steht an keiner Stelle irgendwas von Verpflichtung, dass man da Daten eintragen soll. Und es steht, man will sich daran messen lassen, dass Methoden zur energieeffizienten Softwareentwicklung etabliert sind. So allgemein. Das merken wir uns ein bisschen im Hinterkopf. Keine Ahnung, ob man das im Kleinen lesen kann, dass man einen Ausschnitt aus diesem Abschnitt der Digitalstrategie, wo drin steht, woran man sich da wie messen lassen will. Mir war also aufgefallen, hier dieses Register der Energieeffizienz soll einen Wettbewerb unter den Betreibern um die beste Energieeffizienz ausgelöst haben. Das klingt eigentlich, ne? Da oben steht ja, wir nutzen die Abwärme. Wer ist denn eigentlich wir? Also der Bund selber? Irgendwie nicht. Also wenn man da unten liest, klingt es jetzt nicht nach, wir sind selber mit gemeint mit wir, sondern irgendwie die anderen. Muss man da mal gucken. Aber ich dachte, ich frage die einfach mal. Das kann ich ja als Abgeordnete, Fragerecht. Ich habe also eine ganz schlichte Frage gefragt, die frage ich übrigens regelmäßig immer mal und es gibt immer lustige Ergebnisse. Die schlichte Frage, wie viele Rechenzentren hat der Bund, ist so schlicht nämlich gar nicht. Ich habe noch nie zweimal die gleiche Antwort gekriegt. Ich habe auch gefragt, wie viele Blauen Engel oder wie viele der Rechenzentren haben denn den Blauen Engel für Rechenzentren schon mal bekommen? Wird die Abwärme genutzt? Ich habe nach der Verwendung erneuerbarer Energien und dem Anteil davon gefragt und ich habe gefragt, welche Effizienzdaten es gibt, verschiedene abgefragt und ich habe gefragt, welche Art von Kältemittel nimmt man. Da habe ich aber nicht einfach nur, und das war im Nachhinein betrachtet offensichtlich sehr schlau, ich habe nicht nur gefragt, sind es klimaschädliche oder klimafreundliche Kältemittel, sondern ich habe auch gefragt, welches genau. Und dann findet man halt durchaus zum Beispiel beim Bundesinnenministerium werden da bei 3 Rechenzentren geschrieben, klimafreundlich oder umweltfreundlich, aber es waren richtig fiese Kältemittel. Das kann man ja auch googeln oder im Internet in einer Suchmaschine des Vertrauens nachschauen. Das war einfach schlicht gelogen. Und so gab es in den Daten immer mal ein paar Probleme. Also das, was ich da gekriegt habe, war wirklich anstrengend. Mein Mitarbeiter kann das bestätigen. Du kannst mal winken. Du bist der, der sich damit nächtelang gequält hat, Max. Wir haben also 53 Seiten Papier bekommen,
Bei manchen dieser Seiten hat man wirklich Augenkrebs gekriegt. Da waren 91 winzigste Zeilen auf einer einzigen A4-Seite. Natürlich PDF und nicht maschinenlesbar oder sowas. Ne? Man darf da nicht so hohe Erwartungen haben. Aber die häufigste Antwort war tatsächlich, meint wahrscheinlich keine Angabe. Ich habe das immer als keine Ahnung übersetzt, was wahrscheinlich sehr, sehr nah an der Tatsache ist. Und es war manchmal auch total inkonsistent. Wenn zum Beispiel gefragt worden ist, existierte dieses Rechenzentrum in dem Jahr A, B, C, D, nehmen wir mal an, 1920, 21, 22, dann steht da zum Beispiel in einem Fall 2021, es existierte nicht, drei Seiten weiter, wo die Frage nach, wie viele Kilowattstunden wurden verbraucht, wie viel davon war erneuerbare Energien, hat es plötzlich einen Stromverbrauch. Aber es existierte ja eigentlich gar nicht. Also das war manchmal seltsam, manchmal widersprüchlich. Und ja, das ist mal so eine Augenkrebsseite. Ihr müsst die nicht lesen können. Es war sehr anstrengend. Wir haben auf A3 ausgedruckt, um das überhaupt verarbeiten zu können. Und wenn man da mal ein bisschen reinzoomt, das war also die Antwort auf die Frage, welche blauen Engel-Kriterien erfüllt ein bestimmtes Rechenzentrum? Das sind 8 Kriterien, deswegen hat es da so 8 Spalten. Und ihr seht hier, also NA, ne, nicht angegeben, das kommt da wirklich oft vor. Hier sieht man so Auswärtige Amt da oben, ein paar Mal Kanzleramt, BKM, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bildung und Forschung. Aber den Bock abgeschossen hat das BMI. Das sieht dann so aus. Das hat im Übrigen die meisten Rechenzentren. Da ist auch Polizeifunk und sowas, alles läuft da drauf. Also das hat offenbar keine Ahnung, ob sie Abwärme nutzen, erneuerbare Energien oder sie wollten es mir nicht sagen. Das weiß man ja nicht so genau. Im Übrigen wurde die Frist für die Antwort sogar verlängert. Die haben also mehrere Wochen Verlängerung bekommen und haben die trotzdem mir dann sowas zurückgegeben. Das ist dann schon eine echte Beleidigung. Also die Intransparenz ist hochgradig erschreckend, fand ich. Und die ist ein großer Teil des Problems. Also wenn ich gar nicht weiß, wie groß mein Problem ist und an welcher Stelle es am größten ist, wie will ich es dann lösen? Also es ist eigentlich immer der erste Ausgangspunkt zu einer Problemlösung, dass ich eine ordentliche Daten- und Faktenlage habe und die existiert einfach nicht. Das sind mal so ein paar Beispiele. Ja, so viele Prozent der Rechenzentren gab es einfach keine Angabe. Man kann das also nur so ein bisschen, ne, bei manchen ahnen, wie die tatsächliche Lage ist. Da, wo es Daten gab, ja, das Delta zu 100 sind ja Sachen, wo ich richtige Daten bekommen habe. Da war das dann auch nicht immer so einfach. Ich habe schon angedeutet, wie viele Rechenzentren hat der Bund, das ist eine komplizierte Frage. Offenbar gibt es eine gewisse Relativität der Anzahl von Rechenzentren. Also es sind vielleicht 184, das stand im Prosatext der Antwort so drin. Aber die Tabellen, die wir gekriegt haben, hatten immer 190 Rechenzentren. In einer dieser Antworten stand bei einer Zeile kleingedruckt und bei dem gleichen Rechenzentrum stand das in allen anderen Seiten nicht. Nur an dieser einen einzigen stand das mal drauf, dass es eigentlich 5 Rechenzentren seien und man hätte die Zahlen aggregiert. In einer anderen Zeile stand, also es sind eigentlich 3, weil 2015 war es 1, dann gab es noch eine Liegenschaft im Jahre 2020, da waren es dann 2 und 2021 kam noch eine dritte Liegenschaft dazu, dann war es 3. Also das sind eigentlich 3. I don't know. Ja, dann habe ich mal gefragt, wie viele Rechenzentren sollen denn neu gebaut werden in den nächsten Jahren. Da war dann auch wieder so eine Liste mit 34 Rechenzentren, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den nächsten paar Jahren going live haben sollen. Und bei manchen der Rechenzentren stand in diesen 190 Zeilen, dass sie aufgehört haben zu existieren. Aber wie viele es genau sind, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Also es ist einfach nicht ganz klar. Also irgendwas zwischen 180 und 200 Rechenzentren ist wahrscheinlich die Wahrheit. Den Rest muss man sich denken. Also ich habe jetzt meistens 190 geschrieben, weil für 190 kriegte ich immer Zeilen mit Sachen drin. Ja, zum Thema Abwärme. Ich finde es schon ziemlich armselig, dass nur 14 von 190 Rechenzentren überhaupt Abwärme in irgendeiner Form nutzen. Das heißt ja nicht 100%. Abwärme werden genutzt, aber irgendeine Form von Abwärmenutzung findet eben nicht mal bei jedem 10. Rechenzentrum statt. 152 haben erklärt explizit, dass sie keine Abwärme nutzen. Das Delta sind die mit keine Angabe. Das war im Abwärmefall noch das kleinste Delta. Also da kriegt man einen recht guten Eindruck von der wahrscheinlichen Wahrheit.
Von denen, ich habe auch gefragt, ob eine Umstellung geplant ist, bei denen die Abwärme bisher nicht nutzen, haben 10 in irgendeiner Form angedeutet, dass sie die Abwärme künftig nutzen wollen, aber nur 4 sind wirklich konkret geworden und hatten also teilweise eine Jahreszahl angegeben. Der Delta zu den 10, da stand, wir überprüfen, ob wir das eventuell in den nächsten Jahren machen. Also das war mir dann ein bisschen weich. 4 haben konkrete Pläne. Ob man damit den Koalitionsvertrag erfüllen kann oder die Digitalstrategie, ich bin mir da nicht so sicher. Das ist recht ehrgeizlos im Moment noch. Beim Thema erneuerbare Energien haben wir 55 von 190. Und ich hätte gedacht, das ist wirklich mehr, weil das eigentlich ist das die lowest hanging fruit, also einfach den Stromprovider wechseln. Da wird es auch Verträge geben, die eine gewisse Bindungsfrist haben. Aber wir reden über das Thema ja auch nicht erst seit gestern. Und da vermisse ich so ein bisschen die Geschwindigkeit in der Umstellung. Das ist also nicht mal ein Drittel, das ist einfach viel zu wenig. Aber da haben besonders viele auch keine Angabe gemacht, nämlich fast 70%. Ich habe auch nach den Kältemitteln gefragt. Klimafreundliche Kältemittel nutzen 12. Das ist also schon auch extrem wenig. Und da haben immerhin 127 eine richtige Angabe gemacht, zusätzlich zu denen, die angegeben haben, dass sie klimafreundliche nutzen. Und das sind 127. Manche haben versucht zu schwindeln. Also das BMI hat bei 3 Rechenzentren erklärt, dass es klimafreundliche Kältemittel benutzt. Aber das war falsch. Das waren ganz klar klimaschädliche. Das gleiche Kältemittel wurde von allen möglichen anderen auch entsprechend anders bewertet. Und auch da habe ich gefragt, ist denn eine Umrüstung geplant? Das ist nicht immer ganz einfach, also weil je nachdem, welches Kältemittel man benutzt, muss man unter Umständen die ganze Kälteanlage austauschen. Das ist natürlich total teuer und auch total kompliziert. Aber es gibt Einzelfälle, wo es nicht so ganz kompliziert ist. Also da kann man ein extrem schädliches Kältemittel durch ein viel weniger schädliches Kältemittel ersetzen, in der Regel nicht durch ein ganz umweltfreundliches. Das braucht dann einen schon richtigen Umbau. Und das sind aber eben auch nur 15, die so eine Umrüstung überhaupt eruieren. Und die wenigsten davon sind dann ein bisschen konkreter geworden. Aber wir reden nicht nur von Rechenzentren. Ich habe auch nach dem Thema energieeffiziente Software gefragt. Denn ihr erinnert euch, wir wollen uns messen lassen, schrieb die Ampel in der Digitalstrategie 2025, dass Methoden zur energieeffizienten Softwareentwicklung etabliert sind. Da stand zwar auch nicht, wer damit gemeint ist, also nur die da draußen oder auch der Bund selber, der sehr, sehr viel Software entwickelt oder entwickeln lässt. Aber ich denke mal, man kann das schon auf die selber auch beziehen. Und das Umweltbundesamt hat auch erklärt, warum das relevant ist. Es hängt nämlich auch sehr stark von der Software ab, wie viel Energie ein bestimmtes Gesamtprodukt verbraucht an Strom, und das kann bis zu 4-mal so viel sein, also für eine ineffizient entwickelte Software im Vergleich zu einer besser entwickelten. Ich habe gefragt, da gibt es ja auch einen blauen Engel, habe ich schon erwähnt, ob irgendeine Software des Bundes diesen blauen Engel hat. Die Antwort war nein. Dieser blaue Engel ist übrigens vom Umweltbundesamt, also von einem Amt des Bundes entwickelt worden, aber keine einzige Bundessoftware hat den. Ich habe aber auch gefragt, ob jenseits des blauen Engels irgendeine Software oder irgendwelche Vorgaben existieren und Richtlinien, an die man sich halten soll, wenn man für den Bund oder innerhalb des Bundes Software entwickelt. Die Antwort war, also manche Behörden, die ganz, ganz viel Software entwickeln, die haben da so Erlasse und Leitfäden oder irgendwelche Richtlinien. Aber ob sie sich daran halten, das wird nicht monitort und auch nicht gemessen und das weiß eigentlich auch gar keiner. Und das ist ein Problem. Es wurde mir aber auch reingeschrieben, dass gerade der Leitfaden zur umweltfreundlicheren Beschaffung von Software überarbeitet wird. Und Beschaffung kann ja auch die Beauftragung von Entwicklung sein, das kann auch der Einkauf einer fertigen Software sein. Also das ist ja schon mal was. Ja, man hat da ein Problem erkannt, aber ich glaube, das Hauptproblem ist das Monitoring danach und es gibt kein Monitoring danach und es ist auch nicht geplant. Also das habe ich auch abgefragt. Ich hatte auch gefragt, wie sieht es denn aus mit Webseiten? Einer der Vorträge heute hatte auch mit dem Thema energieeffiziente Entwicklung von Webseiten zu tun. Da macht zum Beispiel viel aus, habe ich Autoplay bei Videos, welche Auflösung haben die Bilder, welches Format haben die Bilder. Das kann sich unglaublich unterscheiden, wie viel Energie der Enduser beim Aufrufen dieser Webseite verbraucht. Und da gibt es gar keine Vorgaben. Also überhaupt keine. Das wurde da ganz klar gesagt, nö, gibt's nicht. Da stand auch nichts dabei von, soll irgendwie geplant werden. Viel wird eingekauft, deswegen
Bezug nehmend auf den Koalitionsvertrag, den habe ich zitiert in meiner kleinen Anfrage, da steht ja drin, ich erinnere noch mal dran, dass bei IT-Beschaffungen des Bundes Zertifizierungen wie zum Beispiel der Blaue Engel berücksichtigt werden sollen. Mich hat daher mal interessiert, wie nachhaltig kauft man denn ein? Da gibt es ja zum Beispiel außerdem seit Januar schon 2000, also diesen Jahres, die sogenannte allgemeine Verwaltungsverfügung, heißt es glaube ich, AVV, die nennt sich Klima. Und da soll man jetzt schon, also seit Januar, nachhaltig einkaufen bei öffentlichen Aufträgen und theoretisch ist das verpflichtend. Der Status quo ist, ein einziges Rechenzentrum hat den Blauen Engel, Software, keine einzige hat den Blauen Engel. Ich habe nach Umweltschutzzertifikaten gefragt für ITK-Produkte. Eventuell gibt es welche, aber man dokumentiert es nicht. Also man weiß das einfach gar nicht. Und das größte Problem ist wirklich, dass man keine Ahnung dazu hat. Und dann wird man es auch nicht ändern können. Ein anderes Kapitel, das habe ich mal zusammengefasst unter Repair, Reuse, Recycle. Und habe abgefragt, was tut man denn, um auch die Nutzungszeit von elektronischen Geräten zu verlängern? Was tut man im Bereich Reparatur? Was tut man im Bereich Weiterverkauf? Oder spendet man da vielleicht auch irgendwelche Geräte oder gibt die sehr günstig ab an gemeinnützige Organisationen? Der Bund ist ja riesig. Also da reden wir wirklich von Tausenden von Geräten. Das ist großes Potenzial. Und da wurde mir geantwortet, alle diese drei Sachen prüft man gerade. Sie sind eigentlich schon verpflichtend seit einigen Jahren, aber man prüft sie gerade noch mal neu und man prüft sie mit dem Ziel, das, den Lebenszyklus der Hardware zu verändern, also zu verlängern, ne? Insgesamt. Dazu plant man jetzt gerade, das ist also noch nicht umgesetzt, aber in unmittelbarer Arbeit, eine Pilotausschreibung zu machen, die diesen gesamten Lebenszyklus von Hardware schon betrachten soll und wo man in die Ausschreibung hinein, ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll, aber ich werde ein Auge drauf haben, wo man da also schon bestimmte Kriterien reinschreibt, die eben nicht nur die Anschaffung betrachten, sondern auch, wie soll es mit dem Ding denn weitergehen, sagen wir mal, in 3 bis 5 Jahren. Da bin ich also neugierig, wie das ausgeht. Und man plant, einen Rahmenvertrag aufzusetzen für die Wiederverwendung von IKT-Produkten. Also ich weiß nicht, mit wem die konkret reden, aber es gibt ja so Plattformen wie Backmarket zum Beispiel, wo man so wiederaufbereitete Hardware-Produkte günstiger kaufen kann. Und wir alle wissen es entweder schon ganz lange oder haben es spätestens hier auf der Bits und Bäume gelernt, dass wenn man es nicht neu kauft, ist es immer besser. Denn zwischen 70% und über 90% der Ressourcen, des Ressourcenverbrauchs, des CO2-Fußabdrucks entstehen in der Herstellung der Geräte und je länger die Nutzungsdauer, umso besser insgesamt. Was hier noch nicht draufsteht, aber was in der Antwort der Bundesregierung mit drin stand, dieser wiederaufbereiter Rahmenvertrag, der soll auch mit einem Inklusionsunternehmen geschlossen werden. Man will da also gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das fand ich ganz interessant. Also da bin ich sehr, sehr neugierig, wie das weitergeht. Ja, ein Ausblick in die Zukunft. Angesprochen hatte ich schon, glaube ich zumindest, das Energieeffizienzgesetz. Ich habe keine Ahnung, wann es kommt, weil es stand da kein Datum drin. Aber dass im Koalitionsvertrag drin steht, die Abwärme soll mehr genutzt werden, hat mit diesem Gesetz zu tun. Denn das soll die rechtliche Grundlage dafür schaffen, dass Abwärme mehr genutzt wird. Da ist von 30% die Rede. Günter Eggers, der hier vorne sitzt und auch mal winken kann, der hat heute in einem anderen Vortrag sehr schön erklärt, warum das kompliziert wird und warum ich persönlich glaube, dass es wahrscheinlich Vertreter der Industrie dort herausverhandeln werden. Denn auch wenn ich das gerne hätte, also bei sehr vielen Rechenzentren kann man gar nicht einfach so die Abwärme nutzen. Ich brauche ja dafür ein Wärmenetz und wenn das gar nicht da ist, kann ich das auch nicht so über Nacht bauen. Also am Ende ist es eine Frage, wie genau steht das da drin? Welche Übergangsregelungen gibt es? Also da wird der Teufel im Detail sitzen und mal gucken, ob sich das im Laufe dieser Legislatur noch machen lässt. Sehr hart sollte man es regulieren für alle neuen Rechenzentren, weil es schon die Fantasie anregt, da Lösungen zu finden, Abwärme besser zu nutzen. Das Energieeffizienzregister kann man sich übrigens schon angucken. Das ist eine Webseite, die nennt sich PEER, also wie Peer, wie Peering, PEER-DC, wie datacenter.de. Ist noch nicht gefüllt, ist noch ganz leer, aber es gibt so 2 sehr kleine Blogposts. Da irgendwann sollen die Daten mal drinstehen
Und idealerweise kann man da auch Angebot und Nachfrage von Wärme matchen. Das ist im Moment, glaube ich, dabei nicht vorgesehen. Für größere Rechenzentren des Bundes soll es die Verpflichtung geben, das Umweltmanagement EMAS zu nutzen. Das ist aber nicht rechenzentrumsspezifisch. Das ist also eher ein allgemeines Umweltmanagementsystem. Man kann da aber Rechenzentrums-Energieeffizienzdaten mit erfassen, wenn man das so anlegt. Ne? Das ist eine Frage des Customizing am Ende. Und die Green IT-Initiative, die es schon seit ein paar Jahren gibt, ist frisch verlängert worden, und zwar während meiner laufenden kleinen Anfrage, was mich besonders freut, weil ich glaube, das hat ein bisschen mit meiner Anfrage zu tun. Da wird man auch das Berichtswesen überarbeiten. Man will es vereinheitlichen, man will es zentral erfassen und man will sämtliche 8 Kriterien des Blauen Engels da aufnehmen. Ich muss also mich künftig nicht mehr so quälen. Ich habe das vor einem Jahr schon mal ähnlich abgefragt, sondern es wird dann ein richtiges, echtes Reporting geben, und dann kann auch kein Rechenzentrum mehr kommen und sagen, wir haben die Daten in 4 Wochen nicht geschafft. Sondern dann gibt es das auf Knopfdruck, und das halte ich für eine der wichtigsten Maßnahmen, die da angekündigt worden ist. Aber auch da keine Zeit dabei, ich weiß nicht, wann das kommt. Angekündigt wurde auch ein konkreter Maßnahmeplan mit sehr vielen Zielen und Meilensteinen, der die Nachhaltigkeit der Bundes-IT verbessern soll, auch ohne Zeitangabe. Bei all diesen Dingen könnt ihr euch darauf verlassen, werde ich nachfragen, regelmäßig, wo es denn bleibt und wann es kommt. Aber das eine oder andere kriegt ihr vielleicht dann auch selber mit, weil es bestimmt auch durch die Medien geht. Eine konkrete Ankündigung stand auch drin, nämlich bis Dezember 2024 sollen alle Bundesliegenschaften 100% erneuerbare Energie verwenden. Und das muss auch die Rechenzentren mitmeinen. Das sind ja auch in den meisten Fällen Liegenschaften des Bundes. Damit gehen wir auf die Zielgeraden. Mein Fazit, also die Datenlage zur Nachhaltigkeit des Bundes ist wirklich schlecht, also ausgesprochen verbesserungswürdig, aber man hat sich zumindest dazu committed, das zu verändern und offenbar erkannt, dass das schlecht ist. Die Nachhaltigkeit ist leider auch ziemlich grottig zum aktuellen Zeitpunkt, und ich hoffe sehr, dass man innerhalb der verbleibenden Regierungszeit der Ampelkoalition da einen gewissen grünen Fußabdruck auch erkennen kann, indem sich das da buchstäblich nachhaltig ändert. Ich habe den Eindruck, Sie sind deutlich ambitionierter. Ich habe, wie gesagt, so eine Anfrage fast identisch vor einem Jahr schon mal gestellt an die GroKo. Die Daten waren auch schlecht, ja, die Transparenz war schlecht. Es gab viele Leerstellen, und da, wo die Zahlen kamen, waren sie ähnlich schlecht wie jetzt. Da hat sich in der Zeit noch nicht viel verändert. Aber die Art und Weise, wie die Antwort geschrieben war, unterscheidet sich wahrnehmbar. Und man hat jetzt, also ich habe schon den Eindruck, bin aber auch große Optimistin, ich habe den Eindruck, da ändert sich jetzt mehr, man nimmt das ernster. Ob das dann am Ende wirklich funktioniert, das muss man sehen. Also ich habe schon an manche Dinge geglaubt und mich drauf gefreut, und dann sind sie doch nicht gekommen. Aber ich bin, sagen wir mal, verhalten optimistisch, dass sich diesmal mehr ändert als in der letzten Legislatur. Die Umsetzung wird dabei am schwierigsten. Am Thema Abwärme habe ich das mal kurz beschrieben. Das ist gar nicht alles so einfach, wie man das möchte. Aber da, wo man bei sich selber anfängt, kann man es am ehesten verändern. Wer sich diese kleinen Augenkrebstabellen und die 53 Seiten im Detail antun will, kann das alles auf meiner Webseite finden. Also einfach ankodomscheidwerk.de, und da gibt es einen Tab, der heißt Parlamentarische Initiativen, und da ist das die letzte. Und da kann man sämtliche Anhänge und die Originalantwort sich runterladen, angucken und eine lange Nacht damit machen. Ja, insofern bin ich hier mit dem Vortrag durch. Wir haben jetzt noch Zeit, ein paar Fragen dazu zu beantworten. Hier findet ihr diverse Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel eine Idee für eine schriftliche Frage habt oder für irgendwas anderes oder einen Kommentar oder wie auch immer geartetes Feedback. Vielen Dank. So, ich sehe da oben, oh, ist halt. Warte, ich fange hier mal mit der ersten Frage an und dann mache ich mich bereit für den Ausstieg. Ja, es gibt ja so ein legendäres Langzeitprojekt, die Konsolidierung der Bundes-IT. Und inwiefern ist bei dieser Konsolidierung auch Nachhaltigkeit im Spiel? Ist da irgendwas bekannt? Weil theoretischerweise ist ja so, ich brauche vielleicht am Ende gar nicht mehr 190 Rechenzentren, sondern nur noch 20. Vielleicht mal dazu was sagen, danke. Ja, also ich habe auch danach gefragt. Die IT-Konsolidierung bezeichne ich immer gerne als der BER, der Bundesregierung in IT-Sachen. Ich
möglicherweise kennen ja einige im Raum das Projekt nicht, aber das läuft schon seit mehreren Jahren, ist komplett erfolglos und verschlingt Milliarden. Das ist die Gemeinsamkeit mit dem BER. Und ist auch anders als der BER, der fliegt ja inzwischen oder die Flugzeuge fliegen dort, ist bei der IT-Konsolidierung immer noch nicht absehbar, wenn sie dann eigentlich fertig sein soll. Sie soll zwei Dinge erreichen. Also sie besteht im Prinzip aus der Dienstekonsolidierung. Da soll der Zoo von 1000 verschiedenen Anwendungen, die teilweise das Gleiche tun, vereinheitlicht werden, was auch die Wartung und den Einkauf erleichtern würde. Und dann gibt es die Betriebskonsolidierung, im Prinzip die Hardware-Komponente, wo die ganzen Anwendungen drauf laufen sollen. Und das betrifft am Ende die Rechenzentren. Und da wurde explizit von Anfang an gesagt, dass es weniger werden sollen, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Das ist dort also ein explizites Ziel, weniger Rechenzentren, damit sie effizienter arbeiten können, damit man bestimmte Dinge optimieren kann. Und es sollen welche abgeschaltet werden. Deswegen frage ich jedes Jahr nach der Anzahl der Rechenzentren und kriege jedes Mal lustige Antworten. Und ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, es sind definitiv nicht weniger geworden, es sind mehr geworden. Und ich habe ja auch gefragt, wie viele werden neu gebaut. Es werden 34 Rechenzentren bis 2026 neu gebaut. Und nachdem, wie ich die Daten interpretieren konnte, mit den Einschränkungen, die ich beschrieben habe, werden vielleicht 5 bis 6 in der Zeit abgeschaltet. Also es kommen noch mal richtig viele dazu. Was mit anderen Worten heißt, die IT-Konsolidierung in Bezug auf die Rechenzentren funktioniert einfach überhaupt nicht. Aus dem Grunde gab es da vor, ich glaube, es war 2 oder 3 Jahre her, einen kompletten Reset. Da hat man das Management ins Kanzleramt gezogen, also so ein Monitoring und Steuerung dieses gigantischen Projektes. Und als dann die neue Regierung ins Amt kam, hat Kanzler Scholz, glaube ich, gedacht, heiße Kartoffel, weg damit. Und hat es also sofort abgegeben an einem der ersten Tage. Will damit nichts mehr zu tun haben und hat das einfach wieder an die beiden zuständigen Ministerien zurückgegeben. Für die Dienstekonsolidierung ist das BMI zuständig, für die Rechenzentren das Finanzministerium. Und da lauert es. Also ich werde das auch wieder im Digitalausschuss auf die Agenda setzen lassen, dass wir da mal wieder, das habe ich so alle 2 Jahre mal gemacht, dass wir wieder mal einen Status quo erzählt kriegen, wie es dann so aussieht mit dem BER. Also im Moment sagen Sie, bis 2030 soll es abgeschlossen sein. Das ist ja noch 8 Jahre Zeit. Ja, danke. Hier oben. Ja, Werner Neumann vom BUND, Sprecher für Energie des BUND. Wir sind im Rhein-Main-Gebiet unterwegs und machen richtig Druck, auch gemeinsam mit den Kollegen von der lokalen Agenda 21 Offenbach, dass die Abwärme endlich genutzt wird. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet so viele Rechenzentren, 500 Megawatt Strom, steigend auf 1000 Megawatt Strom in Abwärme dann, die derzeit in Frankfurt Rhein-Main praktisch nicht genutzt werden. Man könnte die ganzen Städte damit heizen. Und wir würden darum bitten, dass Sie genau diesen Punkt, der jetzt kommt im Energieeffizienzgesetz, sich nicht das irgendwie von irgendjemand ausreden lassen, weil die Rechenzentrumsbetreiber haben kein richtiges Interesse dran. Die Energieversorger sagen, ich weiß nicht, wo die Wärme herkommt. Also man kann vorschreiben, dass ein Rechenzentrum bereit ist, dass die Wärme abgenutzt, dann muss einfach ein Flansch da sein, wo die Wärme irgendwann abgenommen wird. Das kann man denen vorschreiben. Und auf der anderen Seite die kommunale Wärmeplanung muss dann reingegeben werden, dass es irgendwann genutzt wird. Im Moment läuft das auseinander. Wir versuchen, das zusammenzubekommen, aber wir müssen da wirklich aufpassen, dass da nicht die Chancen dort verloren gehen, weil wenn man diese Wärme nutzt, die zukünftigen Wärmepumpen bräuchten nur halb so viel Strom. Das ist ein ganz wichtiges strategisches Thema, wo wir Sie auch gerne da unterstützen würden. Ja, das freut mich sehr, denn gerade Frankfurt ist wirklich besonders betroffen und wir haben ja nebenbei auch eine Klimaerhitzung und in Frankfurt soll allein durch die Rechenzentren die Temperatur in der Stadt um 1 Grad höher sein. Also das kommt ja auch noch on top. Aber es ist am anderen Ende nicht nur eine Verschwendung von Energie, wenn man woanders wärmt. Also ich brauche zum Beispiel durch diesen kleinen Föhn in mein Haus aus dem Keller, brauche ich kein Gas. Das heißt, ich spare da fossile Energie. Das habe ich am einen Ende, aber Rechenzentren dürfen ja auch nicht zu heiß werden. Das heißt, die Wärme muss auch weg. Das heißt, da gibt es dann Kälteanlagen, ich habe ja von Kältemitteln erzählt, die Energie verbrauchen zusätzlich, die auch nicht unbedingt, auch das habe ich ja gezeigt im Fall des Bundes, saubere Energie ist. Das heißt, da hängen dann auch fossile Stoffe am Ende hinten dran, die man verbrät. Man hat also wirklich multiple Win-Wins, die man erreichen kann. Aber Günter Eggers kann schon mal ein Mikro kriegen, der kann darauf nämlich auch noch eine Antwort geben, kennt sich mit Rechenzentren sehr gut aus. Ich glaube auch, dass man ohne Regulierung das nicht schafft. Ich glaube aber,
dass man, ich glaube gar nicht, dass viele Rechenzentrumsbetreiber da per se dagegen sind. Ich glaube, viel ist ein Kommunikationsproblem, viel ist ein Organisations- und Koordinationsproblem. Dann habe ich das Thema mit den fehlenden Wärmenetzen. Aber es gibt ja viel mehr Abnahmemöglichkeiten von Wärme, auch nicht nur an kommunale Wärmenetze, sondern man kann auch industrielle Nutzungen sich vorstellen. Das hatten wir heute in einem anderen Vortrag, war das ganz interessant zu hören, ob das Obsttrocknung ist oder Gewächshäuser oder Schwimmbäder heizen. Ja, da brauche ich ja nicht ein ganzes Wärmenetz in der ganzen Stadt, sondern ich brauche dann nur ein punktuelles. Und da überhaupt Transparenz zu schaffen, wer hat denn wie viel Wärme und wer kann wie viel Wärme brauchen? Das können ja selbst Gehwege beheizen im Winter sein. Ja, man kann ja über mögliche, viele Alternativen nachdenken, wie man Wärme los wird, wobei es für das Rechenzentrum immer ein Problem ist, dass kontinuierlich Wärme anfällt, das ganze Jahr. Also man muss die auch im Sommer loswerden, wenn alle stöhnen bei 30 Grad. Das ist also schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass man auch tatsächlich auf beiden Seiten regulieren muss, auch bei kommunaler Ebene. Also da, glaube ich, muss man auch ran. Ja, ja, ja. Will sich schon jemand für die nächste Frage melden vielleicht? Da gibt es eine Meldung. Hier. Ja, ich bin der Christ von der ETI, ich bin einer von den Bösen, die ich arbeite für Lehrkassenbetreiber. Aber die sind in Wirklichkeit gar nicht böse und die haben auch Kinder, die wollen auch in einer Zukunft groß werden und ihre Enkel groß werden lassen. Die Lebenswelt ist also insofern, glauben wir, wir arbeiten da, wir haben da gemeinsame Interessen und wie Herr Dr. schon sagte, wir würden die gern Wärme abgeben. Das hat nicht nur den Effekt, dass wir da etwas Gutes tun können, sondern auf der anderen Seite auch den Effekt, dass wir weniger Energie brauchen, um selber zu kühlen. Und im Moment, zumindest die großen Delta-Zentralbetreiber, die ich kenne, und ich kenne fast alle, sagen, dass sie die Wärme kostenlos abgeben. Inzwischen ist es so, dass in den Niederlanden oder in Finnland beispielsweise ist das ein Geschäft. Das heißt, dass ich werde dafür bezahlt, dass ich Wärme abgebe. Und das wird es wahrscheinlich in Deutschland auch irgendwann werden. Aber augenblicklich ist es so, dass mit den kostenlosen Wärme, die wir abgeben, und es gibt mehrere Projekte, an denen wir derzeit sind, die alle leider nicht so weit sind, dass wir konkret vorlegen können, dass wir damit die Infrastruktur finanzieren, die die Gemeinden bisher nicht gebaut haben oder die einfach nicht geeignet sind. Wir können halt der Wärme aus dem Rechenzentrum, auch das ist schon gesagt worden, Temperaturniveau, wie es heute ist, es ist erstmal so zwischen 20 und 30 Grad, damit können wir in Berlin die 110 Grad, die hier durch große Wärmenetze laufen, nicht bedienen. Das macht keinen Sinn. Dazu brauchen wir andere Temperaturniveaus, also die Gemeinden, die Kommunen müssen auch was machen. Es ist komplizierter, als es sich anhört. Wir würden lieben gerne 100% von der Wärme abgeben. Es wird praktisch, aber sehr schwierig sein, das zu erreichen. Danke. Wobei der Bund dann natürlich auch als Fördergeber eintreten kann, um zum Beispiel die One-Time-Investitionskosten zu mindern, damit sich betriebswirtschaftlich rechnet. Hohe Stromkosten, wie wir sie aktuell haben, führen natürlich auch zu einer betriebswirtschaftlich geänderten Rechnung bei. Ne? Ganz kurz, Fabian, ich arbeite für die Stiftung Mercator. Frau Rüttel-Schäpp-Berg, Sie haben ja gezeigt, dass die Umsetzung vor allem oft auch in der Zeit scheitert, die es braucht. Und das widerspricht so ein bisschen unserem politischen System, wo wir alle 4 Jahre alles umkrempeln und dann geht es von A nach B. Vielleicht können Sie uns eine kleine Hoffnung schon mal geben und mal aus dem digitalen Ausschuss berichten, ob es da parteiübergreifenden Konsens gibt, dass es aus allen Parteien vielleicht auch Leute gibt, die wissen, was es jetzt braucht. Und dass es auch über diese 4-5 Jahresrhythmen vielleicht sogar Allianzen gibt über, sag ich mal, die Parteien hinaus, die Dinge vorantreiben. Vielleicht einen kleinen Ausblick. Geht da was? Also in der letzten Legislatur hatte ich den Eindruck, ich bin die Einzige, die für das Thema kämpft. Und das muss ich leider so hart sagen, wie sich's anhört. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist auch auf jeden Fall bei den Grünen sehr stark angekommen, was auch damit zu tun hat, dass das Wirtschafts- und Klimaministerium von einem Grünen besetzt ist. Das merkt man. Ich kann mich erinnern, dass Robert Habeck im Digitalausschuss zu Gast war und da hatte ich die neue Frage, ist ja erst ein paar Tage alt, da hatte ich also noch die vom letzten Jahr und habe ihm gesagt, okay, es gibt 11 Rechenzentren im BMWK, alle sind irgendwie ganz schlimm und gar nicht nachhaltig. Ob er das auf dem Schirm hat und was er da zu tun gedenkt. Man hat es ihm richtig angesehen, er war da geschockt, er wusste das nicht, glaube ich auch sofort, davon mal abgesehen, er ist noch neu im Amt, er kann das nicht alles von einem Tag wissen und er hat ja auch gerade gewisse andere Probleme zu lösen. Also, dass er das da nicht direkt gewusst hat,
finde ich komplett nachvollziehbar. Aber ich fand, dass man ihm sehr deutlich ansehen und anhören konnte, dass ihn das selber gerade richtig stört und dass er persönlich das auch ändern will. Mindestens in seinem eigenen Haus, denn da hat er Einfluss. Und das habe ich vorher noch nirgendwo wahrgenommen auf Seiten der Bundesregierung. Also so viel an positivem Feedback kann ich geben. Und auch, dass man das Berichtswesen jetzt ändern will, dass man also erkannt hat, dass man die Transparenz braucht und die eigenen Rechenzentrumsbetreiber dazu zwingen muss, diese Transparenz zu liefern. Das ist der wichtigste Hebel. Dann braucht es nämlich nicht alle Jahre eine so eine Anfrage von Anke, die ja auch nicht die ganze Welt mitbekommt, sondern dann ist es Alltagsgeschäft und dann kann man viel eher was daran bewegen. Genau, also ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Vorschläge. Von daher keine Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie mich da. Also ich bin heute noch eine Weile da, morgen den ganzen Tag. Ich habe noch zwei Panel-Diskussionen, wer sich dafür interessiert, um 10 Uhr zum Thema Blockchain und Nachhaltigkeit. Kann man in einem Satz eigentlich gar nicht zusammenfassen, weil es ist natürlich mutually exclusive. Das ist klar, darüber wird morgen Vormittag debattiert. Tante wird auch dabei sein und am Nachmittag, ich glaube 15.30 Uhr, geht es nochmal auch mit anderen Vertretern der Politik. Da kann man nochmal fragen, da kommt auch ein CDUler, ein FDPler und da kann man dann nochmal fragen. Da geht es um das Thema nachhaltige Digitalisierung und Politik. Sehr gerne.